Na. Jetzt habe ich irgendwie hier was verloren. Das ist blöd. Muss ich vielleicht nochmal neu starten. Machen wir das kurz. Sorry dafür. Das ist ein kleiner Fehler von meinem Programm. So, jetzt nochmal. Headers. Hier sind wir. Da haben wir bisher nur Keys and Values und den Tally, unser Kerbholz. Und da brauchen wir auch noch einen Parent. OBJ Parent Environment übernehmen. Und dann brauchen wir an der Stelle, wo wir das neue Environment anlegen, müssen wir das Parent Environment setzen. Das heißt, wir gehen hier in unser Eval rein. Da haben wir ein New Environment, wenn ich mich recht erinnere. Hier. Und da setzen wir den Parent Environment, New Environment File Scheme Environment.Parent Environment ist gleich. Und welches ist das jetzt? Nicht unser Environment, in dem wir gerade kommen, sondern das Environment aus der Function. Das war auch wichtig. Ich überspringe das jetzt gerade. Die ganze Wiederholung von dem Ding. Punkt Environment. Übernehmen. Das ist soweit so gut, aber was wir auch noch brauchen, ist unsere GetBinding-Routine, die muss auch das Parent jetzt weiter verfolgen. Also im Environment, bei AddBinding brauchen wir nichts machen. Und bei GetBinding gehen wir hier durch die Keys durch und dann sagen wir hier am Ende, da, wenn wir es nicht gefunden haben, haben wir bisher ein Scheme Error gemacht. Und jetzt machen wir aber Folgendes. Ich tue das mal gleich in eine Loop rein. Das heißt, ich sage hier obj theEnv ist gleich Env und sage dann while theEnv ungleich scheme nil. Aber da müssen wir nur dafür sorgen, dass das Top-Environment da auch nil drin hat. Dann suchen wir dieses eine Environment durch. Gehen daher. Und am Ende, wenn wir es hier drin nicht gefunden haben, dann sagen wir, the environment ist gleich the environment. Ups, File, langer Name, Scheme Environment.Parent Environment. Das heißt, hier suchen wir dann im nächsten weiter. Und erst wenn wir ganz oben, wenn da nichts mehr ist, wenn wir dann bei nil rausgekommen sind und haben nichts gefunden, dann geben wir die Missing Key Error Meldung aus. Ansonsten springen wir hier mit Return zwischendrin raus. Also das müsste es jetzt eigentlich bringen. Eins müssen wir noch machen, dass das Top Environment, oder wir machen es einfach so, neue Environments, wenn die angelegt werden, die kriegen immer gleich ein nil rein in das Parent. Das heißt, das machen wir am besten im Memory, da wo wir das neue Environment anlegen. Da sagen wir hier an der Stelle gleich New Environment File Scheme Environment.Parent Environment ist gleich Scheme Nil. Dann haben wir da auf jeden Fall, sind wir auf der sicheren Seite. So, das war's schon. Bauen und starten. Und jetzt nochmal mein. Ah, das habe ich jetzt vielleicht verloren. Ja, dumm gelaufen. Okay. Define Foo von AB als plus 10, 20. Und jetzt foo von 10 und von 10, 10, nee, 100, 200. Wieder was falsch, also da stimmt noch was ganz gewaltig nicht. Woran liegt das? Das liegt, glaube ich, daran, dass das Parent Environment von dem Environment, das wir angelegt haben, beim Lambda nicht gesetzt wurde. Das ist ja jetzt das Environment, das wir hier in der Build-In. Da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass das Environment, das hier in der User-Defined Function steht, da steht ja auch in irgendein Environment drin. Das ist das Environment zum Zeitpunkt der... Na, ist es das? Moment, eigentlich nicht. Das wundert mich, das ist eigentlich richtig.
Wo habe ich den New Environment überall drin? Nee, eigentlich nicht. Da muss ich kurz nachschauen. Jetzt mache ich mal eine kurze Routine, die mir ein Environment dumpt, weil ansonsten, da muss ich mal den Printer kurz anpassen, dass der mir ein Environment dumpen kann. Da, Environment, und da rufen wir mal Dump Environment auf. Und das Dump Environment braucht wieder eine Definition. Void Dump Environment von Object. Und das tun wir am besten in das Environment, in die Environment Source mit rein. Machen wir da ein Dump Environment rein, ein kleines Void Dump Environment von objenv. Und dann kopiere ich mir mal den Code von diesem Suchen. Am besten komplett rein. Und dann sagen wir hier Keys and Values für i kleiner Tally, Key and Value per Key. Und dann machen wir hier einfach ein D von printf Key Doppelpunkt. Dann machen wir ein D von Key. Ups. Und dann ein printf Value. D von Value. Und ein printf newline. So. Und das war's. Ah ja. Danke. Und da machen. Ja, danke. Und da machen wir das so. Und dann mache ich da noch eine extra Leerzeile rein, dass man sieht, dass er ins Parent geht. Und jetzt kann ich mal ein Dump Environment aufrufen, an der Stelle übernehmen. Bauen wir es mal kurz, Moment. Ja, baut noch. Na. Ja. Und jetzt machen wir ein Dump Environment rein, an der Stelle, wo wir das definieren. Wo wir es aufrufen, am besten eval. Das heißt, hier machen wir mal ein Dump Environment vorher vielleicht von dem. Nee, können wir hier machen Dump Environment, New Environment vorher. Und dann machen wir nach der Definition, wenn wir alle Variablen drin haben, machen wir vielleicht auch noch ein Dump Environment rein. So, und dann lassen wir das mal laufen. Aha, nichts ist da gelaufen, da ist nichts, da ist kein Parent richtig drin. Okay, dann dumpen wir mal das Environment von unserer User-Defined Function, wenn sie angelegt wird. Das heißt, das wäre hier in dem Define-Fall. Stimmt es eigentlich mit dem AddBinding? Environment Key Value, ja, das stimmt, okay. Eval. Und Built-in. Okay, jetzt machen wir hier mal ein Dump Environment von env. Da, wo wir die Funktion definiert haben, nochmal neu starten, nochmal eingeben. Es reicht eigentlich eins. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Stopp. Da ist irgendwas. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade?
Wir haben im Environment selber wieder ein Environment drin. Okay, das ist natürlich blöd. Und zwar unter dem Key Top haben wir es ja abgelegt. Das machen wir jetzt mal entweder kurz raus. Also, ja, wir haben ja eine Referenz auf das Environment im Environment selber drin, unter dem Namen Top. Wenn Sie sich erinnern, das haben wir reingemacht, damit wir später reflektieren können, damit ich da Top ausgeben kann und solche Geschichten. Das ist jetzt natürlich tödlich, weil dann landet man natürlich in so einer endlosen Rekursion. Da mache ich jetzt vielleicht mal einfach einen Hack rein und mache da if Tag von Value ungleich, oder machen wir es mal so, gleich Tag Environment. Dann machen wir da einfach ein printf env ... und else dumpen wir das Ding hier drin. Also wenn die Dump-Routine Fehler hat, die man zum Debuggen braucht, dann macht es das Debuggen schwer. Bauen, neuladen. Nochmal define f von a als plus a1. Gut, jetzt sieht es besser aus. Also das ist das Environment zu dem Zeitpunkt, wo wir die Funktion definieren. Und das sieht eigentlich gut aus. Wieso ist da das f schon drin? Moment, muss ich nochmal kurz nachschauen, ob das auch wirklich wahr ist. Das war hier. Ach so, ja, wir definieren es am Schluss. Okay, da hat er das f definiert, das ist richtig. Und das Environment sieht eigentlich auch gut aus. Add Binding. Das sieht. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Okay. Und jetzt der Call. F von 10. Halt. Der Call. Das sieht ganz schlecht aus. Eval. Wo ist überhaupt hier ein Dump? Okay, machen wir das so. Hier dumpen wir das Environment, erstens mal das Parent Environment aus der Function. Function File Environment. Okay. Und das nennen wir Func Environment. Und weiter geht's. Nochmal von vorne. Hier sind wir, da ist das Function Environment, das sieht aber gut aus. Das Function Environment beinhaltet richtig, das Function Environment ist das Top Environment, da ist ein Plus drin. Perfekt. Dann liegt es möglicherweise an unserer Lookup-Routine, dass wir da einen Fehler gemacht haben, dass die hier drin falsch ist. Also jetzt gehen wir mal hier in das GetBinding. GetBinding und machen hier mal einen. Sieht aber echt gut aus. Das sieht eigentlich gut aus. Ah nein, das sieht schlecht aus. Ah, hier habe ich noch env statt the env. Das heißt, ich habe hier immer wieder am Anfang angefangen. Ich habe zwar the env weiterzählt, aber gesucht habe ich bloß immer in dem einen. Dumm gelaufen, okay, übernehmen. Das war's schon. Bauen. Bin davon überzeugt, dass es jetzt tut. Define f von ab plus ab1. Und wir rufen auf f von 10 und nee, von 100 und 200. Und jetzt kommt 301 raus. Also unser User-Defined Function, jetzt machen wir die ganzen Dumps wieder raus. Zumindest, wo haben wir da?
Dump Environment, ich glaube, da kann ich danach suchen, wenn ich Aufrufer von Dump Environment. Nein, kann ich nicht, weil ich keinen C-Scope drauf habe. Das war nix. Ja, muss ich noch mal richtig installieren bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich es halt so suchen. Grab Dump Environment. In Scheme Eval war das eigentlich nur. Genau da. Okay, ich lasse die Printfs mal drin und kommentiere sie aber aus. Also mach da vielleicht sowas rein und ein Kommentar. Und hier unten machen wir das auch so. Und ein Kommentar. Und hier auch. Das war's. Übernehmen. Und nochmal bauen. Ja. So. Jetzt machen wir mal ein Define. Erstmal den wieder. F von A plus A1. Und wir rufen auf. Ach, da ist noch einer drin. F von 10. Funktioniert. Albert, den Build-In habe ich, glaube ich, auch nochmal drin gehabt. Ein Dump in meinem. Ja, klar, da ist er. Tab, tab, tab. Kommentar. Übernehmen. Bauen. So, und jetzt können wir aber gleich unseren Define Factorial von n if equal n1, dann liefern wir 1 zurück. Ansonsten liefern wir zurück mal n Factorial von minus n1. Zack, 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 zack. Und Factorial von 10. Wow, er kann es schon. Jetzt gucken wir, ob er die Closures kann. Define make adder von einer Zahl a als liefer mir ein Lambda, liefer mir eine Funktion, die ein x erwartet und die mir dann plus ax ausrechnet. Und dann definieren wir add 10 als make adder 10 und wir definieren add 20 als make adder 20. Und jetzt addieren wir 10 auf 100. Add 10 auf 100. Wow. Und wir addieren add 20 auf 100. Wow. Also unsere Closures funktionieren auch. Das ist ein Quick-Test. Wir haben es fertig. Im Grunde genommen, also so, ja, jetzt können wir noch ein bisschen, der Rest ist jetzt Brezel backen. Also Standardgeschichten. Wir machen jetzt noch den Set rein. Der Set soll ja nur funktionieren, wenn die Variable schon da ist. Das heißt, wir müssen unser Get-Binding vielleicht ein bisschen ändern, dass wir sagen, also, ja, lassen wir's, machen wir es einfach dazu und kopieren mal unseren Get-Binding so um und machen dazu ein Set-Binding dazu. Copy, paste Set-Binding in einem Environment Key to Search OBJ New Value. Und das ist der gleiche Code wie beim Suchen. Das heißt, wir gehen durch über die Tallys und sagen dann, wenn der Key gleich Key to Search ist, dann liefern wir aber nicht den Wert zurück, sondern wir setzen den. Const.cutter ist gleich New Value. Und dann liefern wir zurück ein Scheme Void. Und ansonsten gehen wir hier die Kette hoch, Missing Key. Am Schluss, wenn es nicht da ist, gibt es einen Missing Key Error. Übernehmen. Dann brauchen wir die Set-Funktion im Built-In. Erstmal definieren wir sie ganz unten. Das Set wird natürlich auch Syntax. Set und wir definieren den Namen Set Ausrufezeichen und er erwartet zwei Argumente. Und jetzt holen wir uns den hierher und machen da einen Built-in Set. Arg 1 ist. Das brauchen wir nicht prüfen. Und dann haben wir Arg 2, das brauchen wir auch nicht prüfen, weil die Anzahl haben wir schon geprüft. Das ist dann der Car vom Cutter. Dann braucht man Scheme Eval. Das heißt, das ist eigentlich unser Unevaluated Arg 2. Unevaluated. Und dann braucht man Evaluated. Das evaluieren wir jetzt. Also wir sagen, das Evaluated Arg ist gleich Scheme Eval von dem Unevaluated Arg in unserem Environment, in dem wir eh sind.
Und dann sagen wir ein Set Binding im Environment, Key ist das Arg 1 und Value ist das Evaluated Arg 2. So, und damit wir, und dann return natürlich wieder ein Scheme Void. Wobei das Set Binding könnte man eigentlich gleich hier als C Void definieren. Moment, das machen wir auch. Da machen wir hier ein Void draus. Und jetzt machen wir noch einen Function Prototyp in unsere Header. GetBinding, da passt's. Void setBinding, Object. Okay, und dann, was brauchen wir noch? Das war's. Ach, eine Sache wollte ich noch machen. Hier müsste man natürlich schon fairerweise prüfen, ob das Argument, was man da gibt, auch wirklich ein Symbol ist, damit man nicht sagen kann, Set 1 als 5 oder irgend sowas Blödes. Also ich kann es mal bauen. Der würde das jetzt erlauben. Was haben wir da? Return with a value, obwohl es void definiert ist, da hat er recht. Macht keinen Sinn. Accept, nochmal bauen. Also jetzt habe ich das ja nicht geprüft. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Set 4, 5. Was Quatsch ist, Missing Key 4. Ach nee, gut. Ich könnte aber sagen, Define 4, 5. Nee, geht auch nicht. Okay, also insofern ist nicht tragisch. Man könnte sagen, das funktioniert so, ja. Vielleicht sollte man aber, ja, weiß auch nicht, ob das jetzt hier Sinn macht. Also man könnte hier natürlich noch sagen, if not is scheme symbol von Arg 1, dann Feuerwehr. Weil es gerade draußen scheme error. Not a symbol key in not a symbol key und da sagen wir vorne Set Ausrufezeichen sowas übernehmen. So, jetzt hätten wir den Set. Mit dem Set können wir ja jetzt auch unsere Objekte, Sie erinnern sich ganz am Anfang, Objekte als Closures können wir jetzt schon implementieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Den Code will ich jetzt aber eigentlich gar nicht wieder eingeben. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, man würde sowas mal machen, dass man hier so eine neue Datei anlegt. Die heißt irgendwie library.scheme. Und in diese Library tippen wir alles das, was wir immer wieder brauchen. Und dann machen wir irgendwie eine Möglichkeit, dass er die Library am Anfang liest. Das mache ich jetzt einmal. Da machen wir erstmal bloß ein Print Hello World, damit wir sehen, ob er es ja auch liest. Hello World. Rein. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt bauen wir eine Funktion, die heißt load, als Built-in-Funktion. Die kriegt, das wird eine Funktion, also die kriegt, die erwartet ein Argument, Built-in-load, und die heißt auch load, und die erwartet ein Argument. Und dann, was macht die Built-in-Load? Moment, wo tun wir die an rein sortieren? Die sortieren wir vielleicht da irgendwo da rein. OBJ, Scheme Built-in-Load, OBJ Arglist. Und das erste Argument erwarten wir, dass das ein Filename wird. Das heißt, OBJ Filename ist gleich Arg-Car von Arglist. Arglist. Dann checken wir, ob das auch ein String ist. If not is scheme string von Filename, dann machen wir ein scheme error load string argument expected. So, und dann machen wir einen stream objekt dazu auf und rufen unseren Reader auf, oder am besten den REPL, weil der soll einfach das File lesen, jede Expression, wie wenn wir sie eingetippt hätten. Und dann schauen wir mal, ob wir im Eval unseren Read Eval Print Loop schon haben. Haben wir doch schon eigentlich. Im Main haben wir den. Main. Aha. Das ist hier aber noch nicht reusable. Das müssen wir vielleicht rausziehen. Das heißt, wir machen hier mal so einen Read Eval Print Loop. Void. REPL.
Und der kriegt als Argument vielleicht einen Pfeil, Stern, Input-Pfeil. Und wie läuft das hier? Unser Read. Ja, da kopieren wir das einfach hier raus. Copy. Tun das hier rein. Und statt Standard in machen wir hier in while not feof, dann sagen wir hier read from input. Oh, was ist ein Input? Ist das ein, oh, das ist ein Objekt, das brauchen wir hier. Dann müssen wir hier so ein File, ah ja gut, machen wir das. Das habe ich jetzt auch geschickt gemacht. Eigentlich müssten wir überall mit Scheme Streams arbeiten, nicht an einer Stelle mit Pfeilstern, sondern mit einer anderen Stelle mit Scheme Streams. Aber das, da waren wir ein bisschen faul. Gut, dann machen wir das hier so, dass wir da das Input-File da reinsetzen, weil da brauche ich nämlich den Input. Wohingegen den Output haben wir noch nicht richtig umgesetzt. Der ist noch Standard-Out. So, das wäre das Print. Eigentlich gehört dieses Print hier auch noch mit rein. Und jetzt können wir den REPL verwenden, hier unten gleich. Das machen wir als erstes. Also wir sagen hier einfach REPL von Standard in. Der kommt ja dann zurück, wenn das File am Ende ist. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Und den brauchen wir nicht mehr. Und ich glaube, diese Prints lassen wir, schmeißen wir auch mal raus. Die sind nicht mehr so schön und das brauchen wir auch nicht mehr. Da können wir mal... Da machen wir vielleicht hier ein Validate Configuration draus. Validate Configuration. Und Validate Configuration wird so eine Static. Sie erinnern sich, wir haben da mal validiert, ob die Size of stimmen. Da können wir zum Beispiel, dass man die IF-Defs richtig gesetzt hat, können wir da sagen, if Size of int ungleich Size of Character Stern Pointer, dann machen wir hier gleich printf ups und dann ein exit 1. Und wenn Sie dann das zu Hause auf dem falschen Rechner kompilieren und haben die ifdefs im Makefile nicht richtig gesetzt, dann merken Sie gleich, dass da was nicht stimmt. Tatsächlich können wir dann noch viel mehr prüfen. Aber das habe ich jetzt mal rausgezogen. Damit wird unser Main auch sehr schön klein. Validate Configuration, dann sagt er Initialize, dann sagt er Welcome und dann geht er in REPL rein. Und jetzt haben wir schön einen wiederverwendbaren REPL. Den können wir jetzt nämlich von unserer Load-Funktion auch verwenden. Copy, schauen wir mal erstmal, ob es noch baut. Ischeme String, haben wir das nicht definiert gehabt? Okay, das brauche ich vielleicht auch noch. Ischeme String, da habe ich doch aber schon jede Menge gehabt. Aber wahrscheinlich gibt es da bloß ein Ischeme, halt im Header. Nee, doch, da im Header. IsScheme, ah doch, habe ich keinen String. Also machen wir hier IsScheme String. Kann unser Reader überhaupt schon Strings? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir das mal gemacht haben. Schauen wir nochmal, ob der das überhaupt kann. Hello, ja, der kann schon Strings, okay. Haben wir schon drin. Und was ich machen möchte natürlich, ist, dass ich sage, kann load library.scheme. Ne? Das soll er eigentlich machen. Und deswegen muss ich jetzt hier nochmal zu dem Build-In gehen und jetzt das da weiterbauen an dem Load. Build-In Load, das heißt, er holt sich das Ding raus, guckt, ist ein String, ist ein Filename, dann brauche ich hier einen Filestern, the file wegen mir. Und dann weiß ich, das ist ein String, also jetzt sage ich the file ist gleich fopen, Stringwall, also filename. FileScheme String.Characters haben wir es gerade genannt, Komma, und dann muss ich sagen, ich möchte es zum Lesen öffnen. Kann jemand mal kurz googeln oder help man page fopen, ob ich da R oder R plus oder was ich da hinten angeben muss. Und wenn ich das habe, dann sage ich REPL von the file und am Schluss sage ich fclose the file. Ja, ich kann auch selber gucken. Brauche ich halt R plus? Was, um nur zu lesen? Nee, R plus ist Reading and Writing, R ist nur Lesen. Ah, ich will nicht schreiben, ich will nur lesen. Okay, dann passt es so. Also, ich mache das File auf, dann mache ich einen REPL, der beendet sich ja, wenn er End of File kriegt, und am Schluss mache ich das File wieder zu. Das müsste es eigentlich schon bringen, schauen wir mal. Bauen. Ja, hat er gemacht. Und jetzt sagen wir hier load library.scheme.
Ah, nichts war's. Was sagt man? Missing Key Print Scheme? Ach, Print. Halt, Missing Key Print. Ich denke mal, mein Error sollte vielleicht ein Newline da hinten noch angeben, dann könnte man das besser. Error reported by Scheme Environment Missing Key Print. Und dann ist da aber ein Newline dran. Komisch, komisch, komisch. Ah, nein, hier habe ich es vergessen. Da macht das Scheme Print von O. Komisch, komisch, komisch. Eigentlich habe ich hier nur eins drin. Naja, auf jeden Fall ist er wieder rausgesprungen, weil ich hier drin natürlich Print aufrufe. Und Print gibt es noch nicht. Muss ich also auch kurz definieren, damit wir so ein Build in Funktion Print haben. Das machen wir gleich an der Stelle. Da machen wir hier so eine IO-Abteilung. Da kommen jetzt alle. Also Built-in Print und dann können wir hier sagen Print mit einem Argument und das Built-in Print ist ganz simpel. Wo haben wir denn den Load gehabt? Eigentlich ist das genauso simpel wie ein Car oder ein Kutter. Genau, dann nehmen wir den her, der passt. Also Print, der holt das Argument aus, dann sagt er Scheme Print. Das Arg 1 auf dem Standard Output. Und dann, was liefert der Print? Ich glaube Void. Return Scheme Void. Also wie gesagt, wenn man mal das in die Infrastruktur hat, gehen neue Funktionen zu definieren, wie es Brezelbacken wirklich. Das war ja jetzt schnell gemacht, dieser Print. Jetzt haben wir also im Scheme selber ein Print. Jetzt können wir sagen Print Hello. Wunderbar, da kommt natürlich Hello. Und weil wir hier ein Void zurückgeliefert haben, deswegen passiert da nichts hinterher. Ne? Also Print Hello mit Newline. Haben wir das Newline? Die Newline-Erkennung haben wir, glaube ich, noch nicht drin. Nee, das haben wir noch nicht drin. Das müssten wir noch einbauen in Reader, dass der Reader das kann. Aber wir können jetzt laden. Load library.scheme und da ist Hello World und er hat ein EOF zurückgeliefert. Allerdings will er das EOF jetzt, glaube ich, printen und hat jetzt irgendeinen Fehler gebracht. Schauen wir mal, was da das O ist. Das O ist nil. Wo komme ich denn da her? Scheme Print, REPL, Scheme Print, Scheme Eval. Haben wir da was Vernünftiges zurückgeliefert? Was haben wir denn hier als O? Ein Cons. Ach, das wird unser EOF sein, oder? Dass er hier printen will. Ja, das wird das EOF sein. Der hat hier, glaube ich, das Tag EOF gibt es. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen überfragt, was das O eigentlich hier ist. Scheme Print. Null. Wo kommt die Null her? Scheme Print V. V ist eine Null, das kommt von Scheme Eval. Was war das O? Ein Cons. Load Library. Ah, der hat nichts Vernünftiges zurückgebracht. Da haben wir irgendwas vergessen. Wahrscheinlich ein Scheme Void. Ne, im Moment Load Library halt. Da haben wir wahrscheinlich keinen Return-Wert drin. Ja. Also habe ich jetzt eigentlich die Fehlermeldung vom C-Compiler übersehen oder hat er mir keine gegeben? Moment mal, das will ich jetzt mal wissen. Ja, so eine Frechheit. Also ich habe hier die Funktion als OBJ return definiert und mache hier nichts return, aber da nützt man eigentlich die ganze statische Typerei nichts, wenn man es nachher nicht macht, wenn mir da keine Fehlermeldung gibt. Was soll man da zurückgeben? Auch ein Scheme Void vielleicht am besten.
Haben wir noch Glück gehabt, dass da eine Null zufällig auf dem Steck stand oder im Return, als Return-Wert zurückkam. Da kann nämlich irgendwas zurückkommen. Das weiß kein Mensch, was da kommt. Das ist völlig arbitrary. Da kann auch sein, dass da immer mal zufällig Werte drin sind, die hinten das 1er-Bit gesetzt haben und dann interpretiert er sie als Integer. Solange bis man dann irgendwie im anderen Speicher läuft und dann plötzlich wird es was anderes und dann tut es nicht mehr. Ja, also das ist höchst gefährlich. So, nochmal bauen. Deshalb ist es also gut, wenn man diese C-Level möglichst schnell verlässt und dann nur noch ins Scheme arbeitet, wo man dann sich halbwegs sicher fühlt. Load library.scheme. Oh, ja. Load library.scheme. Super, hello world, end of file. Also dass der jetzt so Schrott ausgibt, ist ein bisschen hässlich, aber jetzt können wir hier nämlich unseren ganzen wunderbaren Sachen definieren, die wir alle so gern haben. Also da können wir jetzt zum Beispiel sagen, define not von a, können wir sagen if a, dann false, ansonsten true. Dann können wir sagen, define, was gibt es noch Wunderschönes? Fakultät von n. If equal n1, dann 1, else mal n minus Altfakultät von minus N1. Zack, 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 zack. Und was Sie sich sonst noch überlegen, ich keine Ahnung, alles Mögliche kann man hier jetzt definieren. Ja, danke, genau. Und unser berühmtes Define Make Adder. Na, das mache ich jetzt nicht nochmal, das geht jetzt zu weit. Okay. Übernehmen und jetzt kann ich einfach sagen load library.scm und jetzt habe ich mein Fakultät zur Verfügung. Wunderbar. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Schemes automatisch beim Start schon so ein init.scheme laden, ohne dass ich es eintippen muss. Das macht man ganz einfach, indem man hier schon mal ganz einfach mal an der Stelle die Load-Funktion aufruft. Und ja, können wir eigentlich gleich machen. Komm, dann haben wir das hinter uns. Also da brauchen wir jetzt, da müssen wir jetzt dummerweise, um da reinzuspringen, müssen wir jetzt eine blöde Arglist künstlich zusammenbauen, weil der das so will. Aber das ist eigentlich kein Thema. Welcome to Scheme, das soll er vielleicht am Anfang, am Ende ausdrucken. Und jetzt rufen wir hier das Scheme Build in Load. Und da brauchen wir eine Arglist und die besteht aus einem Cons, New Scheme Cons, und das erste Element ist ein String, New Scheme String. Da brauche ich, glaube ich, da machen wir, nennen wir es mal init.scheme. Und das zweite Argument wird ein Scheme Nil. Und so rufen wir das auf. Stimmt das jetzt? Komma muss da natürlich noch hin. Das brauche ich nicht. Das war's schon. Genau, so kann ich es aufrufen. Und dann habe ich eigentlich alle, dann kann ich das Ding umbenennen in init.scheme, rename init.scheme. Und dann kann ich da nochmal, wenn ich jetzt hochkomme, habe ich gleich meine Funktionen schon drin. Hello. Ah, da sieht man noch, da ist noch was Blödes. Der Rappel, der weiß noch nicht, ob er vom Standard Input liest oder vom anderen. Der sollte vielleicht, wenn er vom Standard Input liest, nur diesen Prompt geben. Ansonsten sollte er vielleicht keinen Prompt machen. Das machen wir folgendermaßen. Da machen wir hier einen Rappel und sagen hier Integer Do Prompt. Und dann können wir diese ganze Prompterei abschalten. Sagen wir if Do Prompt, dann printet er das. Und hier hinten auch, das ganze Printen können wir alles abschalten. Jawohl, das können wir lassen. So, übernehmen und dann brauchen wir den REPL einmal aufrufen mit DoPrompt, wenn er von der Haupt-REPL ist. Und wenn wir vom Load kommen, dann sagen wir, wir wollen keinen Prompt, null. Ja, und jetzt ist Ruhe hoffentlich im Karton. Nein, ja gut, der Print ist immer noch da. Und dann ist das der Print. Wo kommt denn der her, der EOF-Print?
Das ist der letzte Value. Ah, der REPL ist noch ein bisschen blöd. Das heißt, der REPL sagt hier noch, der kriegt hier nämlich ein EOF. Also machen wir vielleicht Folgendes. If V gleich Scheme EOF, weil der hat, der Eval hat schon was zurückgebracht. Da können wir hier auch einfach einen Return reinmachen. Nehmen. Und jetzt müsst ihr es eigentlich tun. Klar, wenn wir jetzt hier was printen da innen drin, dann kommt das natürlich raus. Kann unser Reader schon Kommentar zählen? Das kann er, glaube ich, noch nicht. Das wäre jetzt schön, ihm das auch noch beizubringen. Das machen wir ganz schnell noch. Sowas ist wichtig. Das heißt, er muss einfach, wenn er auf ein Semikolon kommt, muss er einfach den Rest der Zeile vergessen. Das heißt, das ist dieser Skip-Separators. Der sagt Peak-Character und der sagt if-Character gleich Semikolon. Dann liest er bis zum Ende der Zeile. Oder am besten machen wir dann while, dann können wir noch mehrere. While Character gleich Semikolon. Da sagt er while ch ungleich Ende der Zeile, new line. Read Character, peak Character. Und dann muss ich noch einmal das new line überlesen, read Character von ihm. Und dann muss ich noch einmal wieder einen Peak-Charakter machen, damit wir da oben wieder richtig rauskommen. Das kann man auch noch mit einem Do-While schreiben, aber so geht es auch. Übernehmen. Und jetzt haben wir, Kommentarzeilen. Schauen wir mal, ob es auch funktioniert. Ja. Also wenn ich... Ja. Wenn ich 1, 2, 3 tippe und wenn ich Semikolon 1, 2, 3, dann... Upsa, Missing Key, Semikolon. Oh, da stimmt noch was nicht. Ja, das hat nicht funktioniert. Moment, wo waren wir da? Eigentlich bin ich doch da in Skip Separators drin, weil Charakter gleich dem. Eigentlich... Schauen wir mal. Ach, ich habe ein Komma eintippt statt einem Semi. Oh, nee, aber da oben hätte ich es richtig lesen müssen. Okay, next. Ups. Nochmal. Semikolon 1, 2, 3. Also ich lande hier und jetzt, was ist mein Charakter? 49, ist das ein Semikolon? Charakter. Ist eine 1. Bitte, als was? Ja, hier bin ich ja im Reader, da bin ich auf der C-Ebene, da kriege ich ja den Charakter mit Peak-Charakter. Also hier bin ich aber schon weg. Das heißt, offensichtlich macht mein Reader was anders. Scheme Read. Der sagt aber erstmal, es gibt Separators von Input. Also eigentlich muss er da gleich vorbeikommen. Machen wir es nochmal gleich hier. Fortfahren. Fortfahren. So, jetzt nochmal. Müsste ich doch eigentlich wieder im Read stecken. Na. CH ist jetzt ein Newline. Ach, ich bin ja doof, natürlich, okay. Das ist blöd, das gehört natürlich da innen rein. Blöd.
Common OBJ in. Der macht nur das. Wieso liefert der eigentlich ein OBJ? Ach, der liefert das Peak-Character. While-Character ungleich, nee, ich muss das dann doch nochmal lesen. Ctrl-Z, Read-Character, Return Peak-Character. So, Peak. Moment mal, das stimmt doch alles gar nicht. Das gibt Separators, ist doch erstens mal Void. Das ist auch Void. Der liefert gar nichts zurück. So, Skip EOL Comment. Jetzt muss ich hier sagen, Peak Character. While ch gleich der da. Skip EOL Comment von in und ich muss es wieder draufsetzen, muss es wieder pieken. So, jetzt könnte sein, dass Whitespace kommt. Genau, jetzt kommt Whitespace. Jetzt könnte noch einer kommen. Jetzt könnte if ch gleich nochmal wieder ein Semikolon. Dann bräuchte ich eigentlich eine Loop. Ungleich, dann machen wir hier einen Return und ansonsten machen wir hier eine Forever Loop drumherum. Sehr hässlich, das kann man schöner machen, aber jetzt auf die Schnelle wollte ich eigentlich da nämlich nicht weiter länger aufhalten. Na. So. Okay, übernehmen, jetzt müsste es eigentlich tun. Ch, da braucht man Integer ch. Nein, es tut jetzt. Okay. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich, jetzt hat er das auch schon gelesen, jetzt hat er nämlich den, weil sonst wäre er schon gar nicht da drüber gekommen, das Print Hello World hat er jetzt schon überlesen mit Semikolon. Jetzt kann man hier nämlich wunderbar schönes, ja, was weiß ich, define, bla bla, bla 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 bla. Und hier schöne Kommentare reinschreiben und alles Mögliche. Load init.scheme. Und das tangiert ihn gar nicht. Sehr schön. So weit, so gut. Brauchen wir noch was? Wir haben noch eine halbe Stunde. Wir könnten jetzt den voll fertig machen. Oder sagen wir mal so, wenn Sie wirklich jetzt das auch haben, machen Sie sich ein paar schöne Funktionen rein, die zum Beispiel ein Fenster aufmachen oder was reinmalen. Oder ein OpenGL-Anbindung und da irgendwas reinmalen, damit man was sieht, damit man da schön Dinge malen kann. Ein Beispiel wäre eine Turtle-Grafik oder sowas. Das wäre doch was Nettes, wenn Sie das machen könnten. Kennen Sie alle Turtle-Grafik? Zum Beispiel sowas, Moment. Ja. Muss gerade mal kurz was laden. Wobei das natürlich in C jetzt nicht ganz trivial ist, ein Fenster aufzumachen. Und also, da könnte es dann so eine Zeile, so eine Latte Code, um überhaupt ein Fenster mal zu definieren unter X. Und um Events abzuholen, wird es noch schlimmer. Also das ist relativ umfangreich. Die das in Python oder in Java machen, haben es vielleicht ein bisschen leichter. Die können dafür keinen Garbage Collector entwickeln. Das ist, wo habe ich hier Examples? Pen. Interactive. Gut. Also ein Pen ist so ein Ding, der hat eine Position und eine Drehrichtung. Und da kann man ihm sagen, er soll, oder stellen Sie sich vor, das wäre eine Schildkröte und die hat hinten an dem Schwanz einen Stift. Und da kann man sagen, Stift runter, Stift drauf, beweg dich vorwärts um 50 Schritte, dreh dich nach rechts oder dreh dich nach links, beweg dich vorwärts. Und das kann ich hier machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Stift runter, dann kann ich sagen, geh mal vorwärts 50 und jetzt ist sie vorwärts 50. Also hier ist ihre Position und die guckt gerade in Richtung Osten. Und jetzt kann ich sagen, dreh dich um 90, jetzt guckt sie Süden, dreh dich um 90, jetzt guckt sie nach Westen, dreh dich um 90 Norden und jetzt ist sie wieder da oben angekommen. Das wäre jetzt quasi die Anweisungen, die ich ihr geschickt habe. Und jetzt kann man natürlich sagen, define square. Moment, wo habe ich es? Square named. Da kann man sagen, define square und dann tut man diese Kommandos da rein und dann kann man dann quasi dem Pen sagen, er soll mal squaren. Machen wir das mal das Beispiel. Da kommt das raus. Und wenn man mal ein Square hat, dann kann man sagen, okay, mal ein Square, dreh dich um 5 Grad, mal wieder ein Square, mach das 100 Mal, dann kommt sowas raus. Und da kriegt man dann nette Dinge. Das gleiche mit Dreiecken,
Das wäre jetzt ein einzelnes Dreieck. Moment, many triangles. Da kriegt man dann sowas. Oder wenn man dann die Größe auch noch verändert, kriegt man so schöne Grafiken daraus. Und wenn Sie sowas machen, da kann man sehr schön viel mit Rekursion spielen. Und ein bisschen, das kann man auch in Scheme. Da kann man nämlich in Scheme eine Funktion machen, pen down, pen up, pen left, pen right. Dann braucht man noch eine create window. Und das packt man am besten in so ein Scheme-Objekt und definiert einen neuen Tag, Tag window. Und dann kann man da schon damit spielen. Da können Sie da ein bisschen so random walk zum Beispiel, wäre jetzt das hier, Moment, execute. Das ist jetzt einfach, dass er sich zufällig bewegt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich aus dem Ding rausbewegt? Da kann man auch drüber philosophieren. Dann kann man hier verschiedene grafische Figuren malen, auch aufeinander oder so. Was gibt es denn da noch? Ja, das war es eigentlich schon. Okay. Was ist das? Dankeschön. Also, wie gesagt, so richtig Spaß macht es, wenn Sie dann ein bisschen was auch damit machen können. Ein paar Dinge wären schon schön, weil sonst ist es ein bisschen trocken alles. Und Sie werden sehen, das macht dann richtig Fun, sich dann auch rekursive Routinen zu überlegen. Also ich zeige Ihnen noch ein paar Beispiele, die wirklich, weil Rekursion ist sehr nett mit so grafischen Figuren. Also ich habe hier nochmal ein paar Pens. Das ist genau diese Geschichte, die wir gerade gesehen haben. Das sind einfach Quadrate, die immer größer werden und dann gleichzeitig sich verdrehen oder Spiralen. Hier mit verschiedenen Winkeln kommen dann verschiedene Figuren raus. Hier das Gleiche, jetzt einfach den Winkel immer vergrößern und danach wieder verkleinern. Das war jetzt eine, die war quasi noch künstlich gebremst. In Wirklichkeit geht es tatsächlich so schnell. Dann diese berühmten Dragon-Kurven, Hilbert-Kurven, Koch-Kurven, Mandalas, Mandala-C-Kurve, Pythagoras-Kurve. Also Pythagoras-Kurve ist einfach immer wieder auch eine Rekursion. Man sieht, er malt hier ein Häusle und dann bewegt er den Pen auf das Dach drauf und malt darauf wieder ein Häusle mit der entsprechenden Seitengröße, geht wieder da drauf und das macht er jeweils zweimal rekursiv. Dann kommt dieser schöne Baum da raus. Ja, das waren die da. Dann kann man auch, was man auch noch machen kann, ist mehrere solche Pens dann miteinander verbinden, also quasi vier Stück gleichzeitig malen lassen mit leichten Offsets. Da kommen dann solche Bildchen raus, die dann da innen drin so schön verschwimmen. Oder hier oder da. Genau. In Ihrem Alter habe ich das auf dem Plotter gemacht und habe da den Operator zum Wahnsinn getrieben. Damals musste man noch Lochkarten abgeben und 3 Stunden später hat man dann sein Plot gekriegt. Das war da so ein DIN A0 oder was weiß ich Papier. Und daneben stand dann ein Zettel vom Operator, das hat uns 3 Pence gekostet. Jetzt reicht's. Das war, naja. Dann kann man fraktale Pflanzen, ist auch so ein nettes Ding. Das sind solche Farne kann man da bauen, da gibt es ganz nette Dinge. Das ist also alles relativ einfach, da braucht man bloß Punkte malen oder vielleicht Striche. Hier in dem Fall. Das ist jetzt alles in Smalltalk, aber das können Sie in Ihrem Scheme natürlich auch. Was gibt es denn da noch? Verschiedene fraktale Muster. Können Sie sehr nett dann alles auch programmieren. Was war da noch? Lindenmeier. Ach, die haben wir schon. Nein, Pflanzen. Genau. Und das sieht man auch, das sind so rekursive Dinger, die da letztendlich ja, hier immer wieder so selbst wiederholende. Sierpinski, Hilbert. Okay, machen wir noch, was haben wir, was fehlt uns eigentlich noch? Wir haben den if, den while, den set, den define, den lambda. Der let würde noch fehlen, denn der ist ein bisschen kompliziert. Sollen wir den machen? Oh, nee, den würde ich Ihnen eigentlich als Übungsaufgabe lassen. Der kriegt eine Liste von Variabelnamen mit Expressions. Und hinten Bodyliste ist eigentlich fast das Gleiche. Der baut auch ein neues Environment auf und evaluiert dann die Bodyliste in dem Environment drin. Also das ist relativ trivial. Ja, jetzt sind wir. Es ist jetzt zu spät, um nochmal was Neues anzufangen. Es ist aber zu lang noch, um schon nach Hause zu gehen. Was machen wir jetzt noch?
Ja, doch, wir könnten jetzt anfangen, doch. Fangen wir mal an mit dieser Rekursionsgeschichte. Also wir können mal eine kleine rekursive Funktion machen und wir sehen, dass das unser Scheme-Interpreter ein Riesenproblem damit kriegt. Also wenn ich jetzt hier so etwas mache wie define countdown von n und der sagt jetzt if equal n 0, dann soll er sagen fertig. Und ansonsten soll er sagen countdown von minus n 1. Und braucht das bloß nochmal hier machen. Und jetzt habe ich einen Countdown. Und das kann ich aufrufen. Down 100. Ist kein Problem, funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert es auch noch mit 10.000. Relativ schnell sogar, bin begeistert. 100.000 geht schon länger. Aber could not access memory, was ist passiert? Wahrscheinlich ist er out of memory gegangen. Warum eigentlich komme ich hier nicht mehr ran? Ah, ich weiß, was passiert. Der GDB will jetzt den Backtrace zeigen, hier in dieser Liste, und der ist jetzt 100.000 Entries, sogar noch mehr, weil natürlich für jeden Eval haben wir 2, 3 Funktionsaufrufe. Ich würde mal schätzen, der ist jetzt 500.000 Lines lang und der GDB im Hintergrund, der rödelt jetzt und will da jetzt, also tatsächlich die grafische Oberfläche, die fragt ja bloß den GDB nach seinem Backtrace und da kommt es jetzt raus. Wenn man jetzt eine halbe Stunde wartet, sehen wir den. Aber das war mit Sicherheit ein Stack Overflow. Wir können es nochmal anders machen. Ich kann den mal hier abbrechen. Und einfach nochmal neu starten, geht es immer noch nicht. Vielleicht beende ich den einfach. Starten nochmal neu. Und ich mache mal einen Trace rein, vielleicht starten. Das ist jetzt toll, jetzt habe ich das down, countdown schon. Das hätte man gleich am Anfang haben sollen. Countdown von, wo müssen wir denn das machen? Wir müssen einen Breakpoint reinmachen, wenn der equal true liefert. Das können wir mal machen. Da gehen wir zum Sources Built-in zum equal. Und na, jetzt muss ich es aufeinanderdröseln, weil da kann ich keinen Breakpoint reinsetzen. Da muss ich sagen, if arg 1 durch return scheme true. Und dann machen wir hier return Scheme False, das ist vom Code her genauso schön kompiliert nachher, aber ich kann da jetzt einen Breakpoint reinsetzen. Ach, wo war ich? Hier. Und zwar bei... Ach, Quatsch, gerade falsch rum. Okay, muss ich sogar noch eine Klammer drumherum machen. Übernehmen und nochmal bauen. Und alles nur, damit ich hier meinen Breakpoint machen kann. So, jetzt Countdown von 1000. Bin ich schon im Breakpoint oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Nee. Running. Hä? Nee, da stimmt was nicht. Der hat sich irgendwie aufgehängt. Ich muss den Breakpoint natürlich erst setzen, nachdem ich alles geladen habe, weil sonst versuchen wir es nochmal. Jetzt will ich es aber sehen. Equal 1,1. Breakpoint. Ah, okay, der zeigt es mir bloß nicht. Program exited. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Mist, was er mir hier sagt. Wieso hat er hier keinen Breakpoint drauf? Jetzt, so wollte ich es euch zeigen. Also wir sind jetzt bei 100, sind jetzt unten in der Rekursion angekommen und da sieht man jetzt, dass der Stack schon relativ groß ist, ist ja klar, weil nämlich für jeden Eval-Rekursion braucht er wieder neue Stacks. Da sieht man hier, er war im Eval-List, User-Defined-Function,
eval, eval list, built-in syntax, if, eval, list, user-defined und so weiter und so fort. Also riesig, riesig viel Steck. Und an und für sich ist das genau die Vorgabe von unserem Scheme, dass er solche Funktionen mit Tailcall als nicht rekursiv implementiert, als Loop. Und dazu müssen wir Folgendes machen. Dazu müssen wir weggehen von der C-Rekursion. Da müssen wir uns aber selber letztendlich merken, wo es weitergeht. Das heißt, ich save jetzt mal alles und mache eine neue Version, weil die wird jetzt komplett wieder umgeschrieben. Und da fangen wir jetzt halt noch an, wir haben noch 20 Minuten, damit können wir schon mal die Grundsteine dazu legen. Da mache ich jetzt hier mal ein neues Verzeichnis rein. C-Version. Und das nenne ich jetzt mal C-Version rekursiv. Und dann machen wir da einen neuen Folder. C-Version Continuation. Und dann kopieren wir den ganzen Mist aus der C-Version rekursiv. Das habe ich sogar im CVS eingecheckt. Okay, das muss ich dann noch machen. Copy. Paste. Das kann ich wegschmeißen, das brauchen wir nicht mehr. Okay, und dann könnte ich gleich, ja, okay, drinnen Make sagen. Okay, und nochmal unseren Debugger öffnen. Jetzt aber in dem neuen Open Executable Scheme Version Continuation. Okay, das ist jetzt unser neues Ding. Also das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir selber uns merken müssen, wo wir stehen und wo es weitergeht, wenn wir eine Funktion aufrufen. Dazu definieren wir als Erstes mal ein neues Objekt und das nenne ich mal Scheme Continuation. Vielleicht hier unten. Und es hat seinen Sinn, dass ich das gleich als Scheme-Objekt mit Tag und allem mache, damit wir später drauf reflektieren können. Das heißt, wir ähnlich wie beim Environment bieten wir nachher der Sprache an, die internen Datenstrukturen zu verwenden. Das ist echt cool, da kann man tolle Sachen nachdrücken, wenn man sehen. Und was brauchen wir bei einer Continuation? Also erstens mal muss die da unten mit rein in die Union. Struct, Scheme Continuation, Scheme Continuation. Nehmen wir mal an, als Erstes brauchen wir auf jeden Fall eine Funktion, wo es weitergeht. Das wird so etwas sein wie eine Void-Funktion oder eine Funktion, in die wir reinspringen. Also schreiben wir mal Void-Funk. Wir werden sehen, dass es nachher keine ist. Also das ist der P-Counter, wo ich hinspringen soll, wenn die Continuation aufgerufen wird. Und dann brauche ich vielleicht noch ein bis n Args. Ich sage mal hier Arg 1 oder vielleicht Args. Und lassen wir mal Platz vielleicht für... Ich weiß nicht, wie viele Argumente wir brauchen. An und für sich brauchen wir im Moment noch nicht so arg viel. Wenn wir mal sehen, das wäre es jetzt als Erstes. Und dann gibt es eine Caller. Das reicht erstmal fürs Erste. Wir werden das Weitere dann entwickeln, übernehmen. So, und dann brauchen wir ein Trampolin. Sie erinnern sich, weil wir in C nicht direkt an eine Continuation reinspringen können, brauche ich eine Trampolin-Funktion, die mir das macht. Die definiere ich hier mal im Main drin. Und zwar heißt die Void. Trampolin-Line oder U-Line? Das Internet wird mich nachher killen, wenn ich das jetzt falsch mache. Und der kriegt eine Continuation mit. Der kriegt also ein OBJ-Cont mit. Und was macht der? Der ruft die Funktion auf, die hier drin steht. Das heißt, der sagt, ich rufe die Funktion, also die Funktion ist ja eigentlich Cont-Pfeil Scheme-Continuation.pc. Dann ruft er sie auf, indirekt func, und gibt die Continuation vielleicht zur Sicherheit mit, weil da sind die Argumente drin. Und was erwarten wir, was da zurückkommt? Da kommt nachher zurück eine Continuation, wo er weitermachen soll. Das heißt, da kommt die NextCont als Objekt zurück, OBJNextCont, ist das hier. Und dann müsste ich eigentlich nur in einer Loop dafür sorgen, dass cont gleich nextcont ist. Wir werden gleich sehen, dass das, und das mache ich forever.
So, im Prinzip, jetzt kann man natürlich sagen, okay, next cont ist gleich cont, damit man sein Argument hier nicht überschreibt, und dann sage ich einfach, next cont ist gleich cont von next cont, und das ist die endlos loop. Das ist quasi unser Treiber, der springt immer in eine Funktion rein, übergibt ihr eine Continuation, holt natürlich aus, jetzt kann ich noch weitergehen, das muss ich übrigens so machen, das muss hier natürlich rein, sorry, next cont, und tatsächlich kann ich jetzt, wie Sie sehen, das auch noch da reinschreiben, und dann ist es, ja, aber das macht es, glaube ich, nicht lesbarer. So, also Function. Das ist unser Trampolin, und jetzt müssen wir die ganze Show erstmal losstarten. Das heißt, wir starten das Trampolin, wir kreieren hier als erstes Mal, jetzt lasse ich das mit dem Load mal vorläufig weg, weil das macht es erstmal kompliziert. Ich will das jetzt erstmal zeigen kurz. Angenommen, ich will in den Eval reinspringen und ich will einen String evaluieren oder irgendwas Einfaches. Ja. Angenommen, ich wollte aufrufen Scheme Eval von, was haben wir da immer gehabt, eine Expression, Expr und ein Environment. Dann muss ich jetzt machen, stattdessen muss ich sagen, ich will eine neue Continuation haben, also cont ist gleich new continuation. Dann sage ich cont Pfeil arg 1 ist gleich Expr. Cont Pfeil arg 2 ist gleich das Environment. Cont Pfeil pcounter ist gleich Scheme Eval. Und dann springe ich ins Trampolin. Trampolin von Continuation. So, dann springt er mir hin, dann springt er mir ins Scheme Eval, macht er für mich. Die Argumente kriegt, das Scheme Eval muss ich jetzt anders definieren. Machen wir das mal. Übernehmen. Scheme Eval wird jetzt komplett anders, deswegen bin ich immer noch ihr Verzeichnis drin, damit ich das alte jetzt nicht überhaue, weil ich werde jetzt alles über den Haufen schmeißen. Scheme Eval wird jetzt eine Funktion, die kriegt ein Argument, nämlich eine Continuation, also obj.cont. Und die Argumente, die es bisher so gekriegt hat über den C-Stack, die kriegt es jetzt über die Continuation. Das heißt, ich mache jetzt hier sowas. Und die Expr ist gleich cont Pfeil arg 1 und das andere ist gleich environment ist gleich cont Pfeil arg 2. So weit, so gut. Was macht er hier? Jetzt will er hier was returnen. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich dahin returnen, wo die Continuation, wo der Caller, ja, wo er eigentlich einen Caller returnen würde. Also er will nichts Neues aufrufen, sondern will einen Return machen. Wir haben in unserer Continuation noch keine Return-Adresse, das müssen wir als nächstes dazu machen. Das heißt, hier müssen wir sagen, Moment, wo war es? Im Header. Und zwar in der Scheme Continuation. Hier drin. Hier brauchen wir noch eine Return-Adresse. Wo soll es hingehen, wenn er fertig ist? Im Normalfall steht die aber in einer anderen Continuation drin. Das heißt, wir machen hier einfach eine Caller-Continuation. Caller-Continuation oder einfach nur Caller. Der hat selber ein PC, wo er weitermachen würde. Und wenn wir jetzt einen Return machen, dann sagen wir, okay, wir liefern einfach als Return-Value von unserem Eval. Hier in dem Fall haben wir den Redval, den müssen wir auch irgendwo merken. Das heißt, wie geben wir den Return-Value zurück? Weil wir können ja bloß eine neue Continuation zurückgeben. Also wir wollen, die Continuation, die wir zurückgeben, wäre jetzt hier Return cont file caller. Weil wir wollen im Caller weitermachen. Ja? Ah ja, das heißt Conf-File Scheme Continuation, stimmt. Scheme. Aber ich mache es jetzt anders. Ich sage hier, ich mache eine Cont und ich definiere, weil wir das so oft jetzt brauchen, dass ich hier eigentlich mir diese Scheme Continuation mache ich da ein Type Def Struct Scheme Continuation cont und da kann ich hier nämlich auch den cont reinmachen und hier wäre es ja drin, also hier könnte ich sagen, das kann auch eine cont sein und übernehmen und dann gehen wir wieder zum Main. Da stimmt soweit.
Nicht ganz. Das Cont müsste ich jetzt hier auch definieren als Cont. Continuation. Das Tram, bitte? Stimmt, ach so, das, ja, haben recht, Sie haben vollkommen recht, das war's. Ja, da habe ich, wir hatten ein Array für Argumente. Ja, Args an der Stelle. Sorry, das ist richtig. Da waren wir in Main und da sind wir hier Args an der Stelle 0. C fängt die Welt bei 0 an. Args an der Stelle 1. Und an und für sich brauchen wir sogar noch die Anzahl Args später, wenn wir Garbage Collection machen, müssen wir nämlich wissen, wie viele von denen sind tatsächlich gültig, weil da könnte auch noch Schrott drin stehen, damit wir das wissen. Oder wir nillen die anderen aus, aber für Garbage Collection müssen wir ja nachher die Pointer alle verfolgen und da steht nachher Mist drin. Aber das machen wir erst dann, wenn wir soweit sind. Gut, und dann, jetzt gibt es hier noch einen Cont-File-Caller. Caller-Cont. Jetzt haben wir hier aber keine Caller-Cont, weil hier gibt es nichts weiter. Das heißt, wir machen hier jetzt eine ganz spezielle Caller-Cont, ist gleich New Continuation. Das brauchen wir bloß einmal aufsetzen und da sagen wir Cont-Pfeil-PC ist gleich Finish. Und dann müssen wir halt eine Finish-Funktion definieren. Und hier sagen wir einfach Void Finish, wobei das gibt jetzt mit den Typen richtig Probleme. Weil der erwartet eine Funktion, die wiederum ein Cont zurückliefert. Das haben wir, glaube ich, so definiert, haben wir noch nicht, aber wird es dann. So, und dann machen wir jetzt einfach mal ein printf done. Ja, das wird es nachher. Das werden wir nachher so machen, klar. Tatsächlich schreiben wir dann nämlich die, bei der Read schreibt dann die Routine rein, der REPL schreibt nachher die Routine oder den Teil von sich selber rein, der nachher printet. Aber ich will jetzt erstmal nur den Eval selber machen. Und zwar erstmal auch wieder ganz klein. Also hier ist ein Caller Continuation, die dann Finish sagt. Oder eigentlich würde die sagen, dann und dann hier vielleicht sagen Scheme Print. Unser Scheme Print ist ja noch nicht auf Continuations. Und der würde sagen Cont File. Und da kommt jetzt unser Return Value mit. Den können wir nämlich nur da drin übergeben, weil ja unser Trampolin nur immer Continuations zurückliefern und keine zwei Werte zurückliefern kann. Müssen wir also in RedVal noch definieren, im Header. Das machen wir jetzt noch ganz kurz. Das heißt, hier gibt es jetzt noch ein Object RedVal. Und Sie sehen schon, das wird ein Stackframe. Das ist, sieht genau aus wie ein Stackframe. Eigentlich, das ist die PC brauchen wir nicht wirklich, aber die Caller, ja doch, eigentlich Caller-Frame, P-Counter, Return-Value und so weiter. Und da kommen wir jetzt auch gleich hin. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Scheme Eval. Halt, das war hier. Und, ne, zum Trampolin, sorry. Ja, da stimmt es auch nicht. Args an der Stelle 0, genau, danke. Args an der Stelle 0. Tatsächlich könnte man sogar Folgendes machen. Define Expr als Cont an der Stelle Arx 0. Na, wo ist meine eckige Klammer? Und define Environment als Arg 1. Und am Schluss sagen wir undefine. Undef. Und dann ist es wieder weg. Da kann ich nämlich den Code eigentlich so lassen. Undef, wie er vorher war. Naja, so viel bleibt da nicht übrig von dem Code. Also was ich hier nämlich jetzt sagen will, ist erstens mal Cont Pfeil Redwall ist gleich, und das muss jetzt natürlich unser GetBinding werden. Und dann sage ich Return Cont-File Caller. So. Ich würde am liebsten das jetzt auch noch in ein Makro reinstecken. Und zwar würde ich gern zwei Makros definieren. Eins, das heißt Call und eins, das heißt Return. Und die machen mir diese ganze Continuation-Verwaltung. Das macht es nämlich dann noch viel einfacher. Das tue ich jetzt. Das heißt, ich sage hier Define Return, oder vielleicht nennen wir es mal C Return, für Continuation Passing Return oder sowas. Return, und da kommt ein RedVal. Und das definieren wir als Cont File RedVal. Also ich verlasse mich darauf, dass dieses Makro immer in einem Kontext aufgelöst wird, wo es ein Cont gibt. Ich werde also das Ding jetzt überall Cont nennen müssen. Cont File RedVal ist gleich,
Na, machen wir mal hier Return Value. Ist gleich Return Value, Backslash. Und dann sagen wir hier Return Cont. File Caller. Und ein Klammer zu noch und hier vielleicht auch nochmal ein Backslash. Ups. Na. Okay, und dann brauchen wir ein Makro, ein Call. Und zwar nennen wir es mal ein Call mit zwei Argumenten. Da hätte ich ein Arg1 und ein Arg2 und eine Function, die ich aufrufen will. Und tatsächlich muss ich, ja, werden wir gleich sehen, der sagt also Cont-Pfeil, erstmal brauche ich eine neue Continuation, damit ich meine eigene Return-Value nicht verliere. Das heißt, der sagt hier Cont-New-Continuation ist gleich, ich brauche ein Stack-Frame, New-Continuation, dann sage ich New-Cont-Pfeil-Args an der Stelle 0 ist gleich Arg1. Copy-Paste, an der Stelle 1 ist Argument 2, dann Cont, Pfeil P-Counter ist gleich Func, nee, New Cont natürlich, und dann Return, New Cont. So blöd das klingt, ein Call ist hier ein Return, weil ich ja wieder ins Trampolin rein muss, damit das Trampolin mir nachher die Funktion aufruft. Aber man muss hier ein bisschen sein Hirn von innen nach außen stülpen. Story, aber es ist so. So, und jetzt können wir nämlich schreiben, wenn wir das so haben, das ist noch nicht ganz fertig, ich habe noch einen Fehler drin, aber da komme ich gleich drauf. Main, jetzt können wir nämlich hier unten im Main schreiben, also das brauchen wir noch, aber wir können jetzt hier schreiben Call, C Call, und die Function wird jetzt unser Scheme Eval, das Argument 1 wird die Express und das wird das, der Caller ist unsere Current Cont, das heißt, ich muss das Ding hier Cont nennen, damit es funktioniert. Und das war's schon. War es das schon? Ja, das erwartet natürlich, dass ich aus dem Trampolin komme. Dumm gelaufen. Also das erste Mal muss ich von Hand einspringen, weil der macht jetzt einen Return und dann komme ich nicht aus dem Trampolin raus. Das ist saublöd. Also das war dumm. An allen anderen Stellen kann ich dieses Makro verwenden, aber hier beim ersten Start muss ich das leider wieder rückgängig machen, Ctrl-Z, so leid man es tut. Ja, die müssen weg natürlich, sorry. Richtig. Und das ist auch Caller-Cont. So, und das ist Caller-Cont. Also sorry, das erste Mal muss ich es von Hand so machen. Und dann springe ich rein, wir tracen nachher mal durch, wo wir vorbeikommen. Aber jetzt komme ich nämlich beim Eval raus. Jetzt schauen wir nochmal, wo wir hier sind. Scheme Eval müsste ich eigentlich hier an der Stelle landen. Und da sage ich, da kann ich jetzt aber einen Return machen. Da kann ich jetzt ein Continuation Passing Return von GetBinding machen. Naja, ich mache mal eine temporäre Variable, sicherheitshalber. V, dann können wir vielleicht besser single steppen. V ist gleich GetBinding und da machen wir ein Return V. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so geschickt ist, wenn wir das mit Makros machen, weil da kann man nicht gescheit drin steppen. Eine Inline-Function wäre, glaube ich, besser gewesen. Das mache ich noch. So, aber jetzt, worum es mir eigentlich geht, was richtig tricky wird, ist der jetzt hier. Also erstens mal sagt der Return Scheme Eval List, das wird gleich mal ein Tail Call eigentlich, wenn man so will. Soll ja ein Tail Call werden. Das heißt, hier müsste ich jetzt mal sagen, C-Tail Call. Ich will aufrufen Scheme Eval List mit zwei Argumenten, also eigentlich wäre es wieder ein Tail Call 2. Und die zwei Argumente sind Expr und Environment. Und hier, das war's schon. Übernehmen, jetzt brauchen wir noch ein Tailcall-Makro. Was muss der Tailcall machen? Der Tailcall, halt, C, wo habe ich es denn definiert? Ne? Habe ich das da drin? Ach, da gehört es noch gar nicht hin. Das gehört natürlich in Header rein. Jetzt ist es auch schon 21 Uhr, das habe ich fast befürchtet. Also der Tailcall, was macht der Tailcall? Ich habe ja schon eine Continuation an der Hand. Und in der Continuation steht auch schon der Caller drin.
und meine Argumente. Ich will aber die Continuation wiederverwenden, weil ich mich gerne dafür interessiere. Ich mache keinen neuen Call, sondern da, wo ich eigentlich normal hin returnen würde, soll auch der Gecallte hin returnen. Das heißt, ich lege einfach keine neue Continuation an, sondern ich überschreibe meine Continuation, überschreibe die Argumente, überschreibe in meinem Ding den PC und returne meine Continuation an den Trampolin. Dann springt der Trampolin darüber, aber der Caller bleibt noch der gleiche. Und ich habe das Stackframe wiederverwendet. Das ist ja mein, konnte ich ja mein Stackframe. Das wird der Tailcall. Übernehmen. Bitte? Tailcall wegen zwei Argumente, weil es ein Makro ist. Und hier habe ich eins vergessen. In der neuen Continuation habe ich den Caller nicht gesetzt, weil der New Cont File Caller ist nämlich der Current Cont. Damit es da eins runtergeht und damit der, wenn der einen Return macht, wieder dahin kommt, wo ich weitermache. So. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, eins fehlt mir noch. Ja, wenn der nachher wieder zurückkommt, also ich habe jetzt einen aufgerufen und der macht einen C-Return, da geht er ja wieder an den Caller und will den PC, der da drin steht, rausholen. Der PC ist aber nach dem Call, in meiner Continuation ist der PC immer noch der alte PC, über den ich reingekommen bin, ursprünglich in die Ursprungsfunktion. Und ich will ja nicht, dass der wieder oben startet, sondern ich will, dass der unten weitermacht nach dem Call. Ich kann aber nach dem Call, kriege ich kein Label in C. In Assembler würde ich da einfach die Adresse von der Instruktion nach dem Call reinmachen. Also im Prinzip wäre es ein ganz normaler Call dann. Aber in C kann ich das nicht, weil ich die Adresse mir nicht geben lassen kann. Ich kann da höchstens die Adresse geben mir lassen von einer anderen Funktion. Das heißt, mit anderen Worten, jede Funktion, und das machen wir dann Schluss und wir machen das nächste Mal weiter und Sie gucken sich das im Internet nochmal an, hier die letzten. Wenn ich hier so eine F-Funktion habe, die bisher hier einen Call macht und dann erwartet, dass es hier weitergeht und dann macht sie wieder einen Call und erwartet, dass es hier weitergeht nach dem Call, also sprich, es soll so laufen, dann muss ich jetzt im Trampolin, muss ich hier eine Continuation basteln, die als Folge-PC dann in meiner Continuation, der kriegt, ich mache ja eine neue Continuation für die Gecallten, aber für meiner Continuation muss ich hier einen PC im Grunde genommen diese X hier eintragen, dass da X drin steht, dass wenn der nachher über den Caller wieder zurückkommt, dass er hier wieder rauskommt. Und das geht in C nicht. Was kann ich in C machen? In C kann ich Folgendes machen. Ich kann hier die Funktion einfach beenden und mache hier ein F2. Und ich gebe hier die Adresse von dem F2 mit, damit der Trampolin nachher da reinspringt. Und jetzt muss ich da den Code weiterführen. Das funktioniert prima. Der einzige Nachteil ist der, dass lokale Variablen, die hier oben gegolten haben, hier nicht mehr da sind. Das heißt, ich muss alle lokalen Variablen über die Continuation mit durchführen. Ich muss also dafür sorgen, dass hier genug Platz ist, deswegen habe ich gleich mal für 5 Platz gelassen, weil der ein oder andere wird eine lokale Variable brauchen, also alle, die Ketten durchgehen oder so, die müssen sich merken, wo sie gerade stehen zum Beispiel. Also der Evalist, wenn er euch erinnert, der die Argumente evaluiert, der wird sich die aktuelle Position, die er ja bisher in einer lokalen Variable hat, hier drin irgendwo halten müssen, dann hat der sie nachher wieder. Und das machen wir nächstes Mal voll weiter. Aber das könnt ihr euch noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das ist nämlich wirklich ein sehr tricky Konzept, aber wir werden nachher sehen, wir haben dann Tailcall-Eliminierung, und zwar nicht bloß direkte Rekursion, sondern beliebig. Wir können dann unsere Loops machen und alles Mögliche. Und wir können, wenn wir nachher CallCC implementieren, CallCC ist eine List-Funktion, die mir die Current Continuation gibt. Und die kann ich dann jemand anders geben. Der kann wieder sagen, führ die Continuation aus, und da kann ich dann ganz tolle Konstrukte machen, kann ich mal merken, wo ich war, kann dann irgendwann was anderes machen, kann sogar returnen und kann trotzdem wieder dahin kommen, wo ich schon mal war. Also ganz tolle Tricks. Soweit, bis zum nächsten Mal. Also tschüss.